Hallo, hier ist euer Matthias Frank von Pregina. Ich sage herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video über Pregina-Modelle. Heute haben wir ein Thema über ein Fahrzeug, was total polarisiert, was man auch absolut diskutieren muss, was wirklich ein paar Worte verdient. Wir bekamen viel Kritik, aber auch viel Lob von Ihnen, dass wir das Modell gemacht haben. Sie werden es schon erahnen, es geht um den Mercedes G4, Baureihe W31, aus einer ganz dunklen Zeit deutscher Geschichte. Es freut mich, dass wir so viele Zuschriften bekommen haben, auch so viel Kritik. Das heißt, viele von Ihnen haben sich mit dem Thema beschäftigt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, dieses Modell zu machen. Zum einen stellt es fahrzeugtechnisches Kulturgut dar. Es ist ein Stück deutscher Fahrzeuggeschichte. Und die wollten wir möglichst komplett mit Pregina-Modellen abbilden. Natürlich sind wir, bevor wir das Modell gestartet hatten, in die Diskussion gegangen. Ich mit mir, ich mit anderen, wir alle zusammen und haben uns dann doch dazu entschieden, das Modell zu machen, weil wir wollten eben nicht, dass solche Sachen in Vergessenheit geraten. Wir wollten dieses Thema im Gespräch halten und es ist uns bestens gelungen. Ob man so ein Fahrzeug macht oder nicht, vergleiche ich persönlich immer mit Begegnungen, die ich jedes Jahr bei der Spielwarenmesse in Nürnberg habe. Die Spielwarenmesse ist direkt integriert in das alte Reichsparteitagsgelände aus den 30er Jahren. Der Parkplatz zur Spielwarenmesse, der ist umfriedet mit Stufen. Diese Stufen waren früher die Tribünen. Damals mussten, oder viele wollten das auch, den Nazi-Verbrechern zujubeln. Und auch dort reißt man es nicht ab, sondern lässt es stehen. Und ist nicht in Erinnerung an die Nazi, also nicht an die Verherrlichung ist da gedacht, an die Nazi-Zeit, sondern einfach an die Erinnerung, dass es nicht vergessen wird. Wenn Sie in Nürnberg in der Regensburger Straße beim Clubgelände vorbeifahren, da sehen Sie ein altes klassizistisches Gebäude. Von weit her sieht man schon, aha, da oben ist was weggemeißelt. Es war der Reichsadler. Es war beim Reichsparteitagsgelände, war das die Elektrostation. Heute ist Burger King drin, auch diskussionswürdig. Und war ich anfangs auch entsetzt. Heute sage ich, prima, es wird über das Gebäude geredet, weil es einfach ein Anachronismus ist jetzt mit Burger King. Und so ähnlich sehe ich es bei diesem Fahrzeug auch. Es ist im Vorbild 57 Mal gebaut worden, ist ursprünglich als militärisches Fahrzeug konzipiert worden, war allerdings für Militäreinsätze völlig untauglich. Es war völlig unhandlich, hat 3,5 Tonnen gewogen, bei bis zu 115 PS, nicht wirklich im Militäreinsatz handelbar. Wenn ich die Reichskanzlei immer wieder zu Propagandazwecken welche bestellt hätte, wäre das Modell auch sehr früh eingestellt worden. Es ist 57 Mal gebaut worden, heute ist noch eine gute Handvoll bekannt. Allerdings ist nur bei 3 der bekannten Fahrzeugen die Originalität belegt. Bei allen anderen Fahrzeugen ist nicht bewiesen, dass es sich nicht um einen späteren Umbau oder sonst was handelt. Bauzeit ist von 1934 bis 1939. Wie gesagt, es war im Prinzip eine Fehlkonstruktion, die einfach nur zu gigantistischen Propagandazwecken taugte. Aber es ist ein Stück deutscher Fahrzeuggeschichte. Und wir bieten sie deshalb an. Die Modelle werden Ende Mai, Anfang Juni ausgeliefert werden. Wir erwarten da die Lieferung aus China. Und ich bin niemand böse, wenn er sagt, ich mag es nicht in meiner Sammlung haben, fasziniert mich nicht.
Ich stelle mir auch lieber Formel-1-Fahrzeuge in meine Vitrinen. Ich werde sie auch nicht haben, aber es ist ein Stück Geschichte und wir respektieren das. Und ja, soweit die Erklärung zu diesem Thema. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.